Qualifying ist zu Ende. Du siehst nicht ganz so glücklich aus, bist aber doch auf einen guten 5. Platz gefahren. Ah ja, Vormittag war unser Grip-Level eigentlich um heißer besser und ja, jetzt bin ich eigentlich dementsprechend enttäuscht. Wir haben einige Plätze verloren, wir wollten eigentlich nur Plätze gut machen, so gesehen. An der BMW Wilbersbox und da drin sitzt der Stefan Nebel. Den fragen wir natürlich auch. Nein, hier ist der Max. Ich muss. Max, wo kommst du her? Ich warte seit 10 Minuten auf dich. Ich war noch mal kurz in der Sauna hinten, weil es so kalt ist heute. Und war schön. Ja, heute Morgen war super. Wir haben den Qualifier auch gleich heute Morgen verheizt, weil wir ganz genau wussten, der Grip ist sehr gut heute Morgen und hat gut funktioniert. Eine gute Runde erwischt und eine fabelhafte Zeit. Der Stefan ist mir nicht böse, dass ich ihn gerade so abgewürgt habe, aber ich musste Max schnappen. Stefan, hi. Ganz kurz und knapp. Zweites Qualifying ist rum. So super glücklich, schaust nett aus. Was war los? Super glücklich können wir auch nicht sein. Ich glaube, ich bin jetzt auf 12. Hab mich gefühlt, als wenn ich Pole fahren würde. Und irgendwas stimmt da nicht. Also wenn ich auf Platz 12 meine, ich wäre der Schnellste auf der Strecke. Zumindest fühlt es sich so an und ich schwitze wie Wahnsinn, irgendwas passt noch nicht so wirklich. Also wir haben extrem wenig Grip am Hinterrad. Da müssen wir dran arbeiten für morgen, für die Rennen. Ich habe gerade schon mit den Dunlop-Leuten gesprochen, da werden wir mit Sicherheit eine Lösung finden. The Saxon Ring is one of my favorite tracks, but it's really hard on the tire. So we have to be careful with the decision, we have to make the right choice. It's a little bit of a guess, I think, at the moment, but hopefully we pick the right tire and we have a good race tomorrow. Markus, du strahlst. Bist du zufrieden mit dem Qualifying? Ja, schon ganz zufrieden, doch. Passt schon. Aber jetzt sag mal, wurmt dich ein bisschen, dass der Max eine Sekunde vorgelegt hat heute früh oder gar nicht? Nein, eigentlich gar nicht, weil der kennt die Strecke sowieso in- und auswendig. Und der hat es in der Früh gut gemacht, der hat gleich einen Qualifier gesetzt. Und heute Nachmittag konnte sich keiner mehr verbessern, weil es viel, oder wenige. Und wenn dann nur ein bisschen, weil es einfach viel zu warm war und kein Grip mehr auf der Strecke war. Von dem her, hey, ich glaube, dass ich die Zeit auffahren kann, den Qualifier, aber nützt jetzt auch nichts.